Moin, ich bin Nils von SLS und heute zeigen wir euch, wie wir an einem R107 die A-Säulendichtung tauschen. Alterung und Verschleiß haben die Dichtung an verschiedenen Stellen kaputt gehen lassen. Das kann man ganz gut hier erkennen, wo diese Textileinlage angeklebt ist. Und hier oben und auch hier an diesem Stück ist die Dichtung komplett abgerissen. Derzeit gibt es am Markt drei Versionen dieser A-Säulendichtung. Einmal Original Mercedes, dann eine deutlich preisgünstigere Variante, die man an der Beflockung erkennen kann. Und eine dritte Version, die der OE-Qualität sehr nahe kommt und die wir heute verbauen wollen. Die beiden letzteren Varianten könnt ihr bei uns im Shop kriegen. Die Originalqualität könnt ihr nur bei Mercedes direkt kriegen. Neben der Unterscheidung von Textilummantelung und Beflockung sieht man auch Unterschiede im Profil. Wenn in der Ausgangssituation die Tür und die Türscheibe bereits sehr eng an der Dichtung anliegen, raten wir von der preiswerten Variante ab, weil diese in Qualität und auch in der Beflockung und in der Passgenauigkeit nicht so gut ist und wahrscheinlich früher verschleißen wird. Bevor wir mit der Demontage beginnen, schützen wir die Chromteile mit etwas Klebeband. Normalerweise wäre am unteren Ende dieser Dichtung so ein kleiner Haltenupsi. Der ist bei unserer leider gar nicht mehr da. Und normalerweise würde man dann mit so einem Werkzeug den hier aushebeln können. Danach lässt sich die Dichtung hier erstmal rausziehen. Die Regenleiste ist mit vier kleinen Schrauben befestigt. Solche. Als Werkzeug brauchen wir dafür einen Schraubendreher Phillips Größe 1. Wenn wir eine Dichtung daneben halten, kann man ganz gut die Position der Schrauben sehen. Hier sind die Löcher ja schon vorgesetzt. Hier ist eine, hier ist eine, hier ist eine und hier oben drauf ist auch noch eine. Die Regenleiste ist jetzt ab und jetzt kann man auch ganz schön sehen, wie viel Schmutz hier drunter sitzt. Das werde ich gleich erstmal richtig reinigen, bevor wir die neue Dichtung aufsetzen. Hier kann man jetzt ganz schön sehen, wie das Profil von dem Gummi sich um die Regenleiste zieht. Dann sieht man hier diese Nut und das Gummi, was dort eingesetzt sein muss. Die Regenleiste habe ich jetzt eben nochmal gereinigt und kann jetzt anfangen, das Gummi aufzuziehen. Wie immer bei Gummiteilen würde ich empfehlen, ein bisschen Vaseline dran zu machen, dann flutscht es auch besser. Für alle, die denken, dass das mal eben kurz gemacht ist, viel Spaß. Die Dichtung ist jetzt wieder auf der Regenleiste angebracht. In Echtzeit, muss man fairerweise sagen, hat das Ganze länger als eine halbe Stunde gedauert und es ist eine ziemliche Fummelarbeit, aber es geht. Die Position der Dichtung ist ja durch den oberen Bogen vorgegeben. Das heißt, es kann schon mal sein, dass die Löcher, die in der Dichtung vorgestanzt sind, nicht hundertprozentig mit den Bohrlöchern übereinstimmen. Deswegen habe ich hier schon mal eins der Löcher ein bisschen größer geschnitten, damit es beim Anpassen gleich keine Probleme macht. Die Schrauben sind jetzt schon mal alle drin und ich habe jetzt auf der Innenseite angefangen, das Profil in die entsprechende Kerbe hier einzuziehen. Die vordere Seite geht gleich von dieser Seite besser. Als finalen Schritt setze ich jetzt hier den Pin in das Loch. So, zuletzt teste ich jetzt nochmal, ob das Fenster sauber rauf und runter fährt, ohne die Dichtung zu drücken oder zu beschädigen.
Das war's für heute. Unsere neue Dichtung sitzt an seinem Platz, fluchtet mit der Türscheibe, alles ist gut. Teile findet ihr wie immer bei uns im Shop und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis denn!